Fragen müssen, wäre es sonst irgendwie zu einfach gewesen. So. Jetzt bräuchte ich mal bald das Holz. Wäre nicht verkehrt. Saurer Boden, na toll. Scheiß Umweltverschmutzer hier. Aha, Sie kommen also mit Ergebnissen. So, okay, hier. Ja, dieser Bergungsarm könnte passen. Ich muss nur die Greifzangen zunächst von der Hydraulik trennen. Von der Hydraulik trennen. So eine komische amerikanische Stimme hat er. Was ich gar nicht mehr lustig ist. Hallo? Schiff? Fahren? Danke. Klicke ich hier wie wild rum und das Schiff will nicht. So. Was ist ein Lager voll? Lager voll, ja toll. Sauft mehr, Jungs, saufen! Nee, lege ich mal die in Pause. Wieso wollt ihr nicht mehr Nahrung? Komisch. Nahrungsmäßig kann ich doch nichts mehr bauen, oder? Öffentlich, speziell. Ach so. Die wollen Fertiggericht, ich werde nicht mehr. Kunststoffe. Munition. Aha. Ab wie viel? Ab 360 Angestellten. Aktuell 300, na super. Wollt ihr wirklich jetzt noch mehr hier? So. Dann baue ich hier noch ein paar Häuserchen. Muss ja auch sein. So, huch. Da sind sie. Tycoons bitte. Danke. So. So. Achtung, Produktionsstillstand. Wow. So, habe ich den verboten aufzusteigen. So, dann dürft ihr mal. So, Holz. Habe ich schon genug Holz? Ja, ich habe 3 Tonnen Holz. Ich brauche aber 5. Danke. Es sieht interessant aus. So. Diese Stadt ist ein kleines Paradies geworden. Findest du nicht auch? Ja, ist schön geworden. Was brauchen dann die Echos denn als nächste Nahrung? Biokost. Achtung, Ihhh. Bevölkerung verlässt die Stadt. Huch, wieso denn das? Was fehlt denn euch? Ach, Gemeinschaft. Ach so, euch fehlt. Ach, bin ich blöd. Ich hab voll die Straße vergessen. Aber volle Kanne. So. Endlich können wir uns sichern. Ja, wie immer. So. Habe ich jetzt endlich 5 Tonnen Holz? Nein, immer noch nicht. Komm, kurz plus gedrückt. Plupp. Und was? 5 Tonnen Bauzellen? Oder? Werkzeug. Was braucht ihr denn? Bauzellen. Wusste ich's doch. Achso, genau ins verkehrte Schiff geladen, so. Kapazität erreicht. 5. Wo ist mein Holz? Da ist es ja. So, Schiff.
Du kommst hier hin. So. Und jetzt hier mal Ruhe. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Ich bin echt gespannt, ob Professor D. Ja, der Spruch ist mittlerweile alt mit dem Grinsen. Ich brauche mein Schiffi. Und wir schippern hierher. So. Dann ist hier endlich mal Ruhe. So. Hier sieht es noch gut aus mit Kohle. Da geht noch was. Hier genauso. Hier ebenso. So. Aha, sie kommen also mit Ergebnissen. Immer doch. Bauen wir mal aus hier. So. Muss auch mal sein. So. Ah, der 3D-Lokalisator. Daraus benötigen wir den Scanner, das GPS und das Synchronisierungsmodul. Ausgezeichnet. Aber ich brauche noch etwas. Einige Schiffskomponenten für die Modifikation des Trimarans. Dürfte ich Sie um dieses Opfer bitten? Immer doch. Sie stellen Ihr Schiff tatsächlich der Wissenschaft zur Verfügung? Beides sogar. Überlassen Sie... Fahrzeuge. Super. Und dann kriege ich nur noch ein Schiff raus. Das weiß ich jetzt schon. Okay. Meine guten Schiffe. Was man nicht alles macht hier. Dass man die Mission schafft. So. Die Stadt wächst und gedeiht. Sie stellen Ihr Schiff tatsächlich, denn ja. Sie waren eine große Hilfe. Der Trimaran ist nun einsatzbereit. Es wäre mir eine Freude, wenn Sie das Kommando übernehmen und die Suchexpedition leiten. Oh, danke. Zu gütig. Ich habe 360 Tycoon-Angestellte. Aha. Fleischfabrik. Was... Aromastoffe-Produktion. Aha. Ja gut, Fastfood-Kette ist ja auch sehr interessant. Einfach den Abtauchknopf drücken und schon geht es in die Tiefe. Keine Angst, Sie sind vollkommen sicher. Die magnetischen Interferenzen, die unsere Kommunikation gestört haben. Virago könnte dafür verantwortlich sein. Wir müssen das Phänomen mit der Scout-Drohne genauer untersuchen. So, jetzt sind wir mal unter Wasser unterwegs. Scannen Sie das, das Gebiet im Norden, Süden und Westen. Lokalisiere Insel. Oh, Insel unter Wasser. Oh. Was ist denn hier? Eine schöne Spalte. Sieht schlecht aus. So. Spiel gespeichert. Danke. Neue Inselkoordinaten erfasst. So. Überscannen. Neue Insel geortet. Ich weiß jetzt absolut nicht, was ich hier mache. Neue Inselkoordinaten erfasst. Das sind keine Inseln. So, ich muss hier scannen. Komm, fahr rüber hier. Schneller, du Tauchschiff, du. So, 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 so. Mal die ganzen Nachrichten weg hier. Kann ich jetzt scannen? So, jetzt. So, kurz gescannt. Und was kriegen wir? Die Analysedaten sind eindeutig. An dieser Stelle ist nichts Außergewöhnliches. So. Muss ich hier hin? Ich hoffe, wir finden bald die außergewöhnliche Stelle, aber höchstwahrscheinlich ist es die letzte. Ah. Ist ja cool.
Hin, ganz hoch. Und abtauchen. Bam. So, scannen. Ist irgendwie cool, dass man jetzt unter Wasser auch was bauen kann. Jetzt noch nicht, aber kommt noch. Interessant. Die Scout-Drohne registriert an dieser Stelle die größten Anomalien. Aha. Okay, hier unten noch. So. Achtung, Produktionsstillstand. Wow. Werkzeugfabrik. Jo, dann stelle ich hier mal hier auf Pause, hier auf Pause, dort auf Pause und da auf Pause. Also, du gehst nicht auf Pause, aber du. So. Mein Schiffi. So, Schiffi, ich komm zu dir. So. Die Analysedaten sind eindeutig. An dieser Stelle ist nichts Außergewöhnliches. Was ist denn das hier für Müll? So, da kommt mein Schiffi wieder. Alles cool. Voll mal unter Wasser gewesen. Machen wir es kurz. Ja oder nein? Nun, wie ist der Stand der Dinge? So. In vollkommener Finsternis ist an die weitere Exploration des Areals nicht zu denken. Aber ich habe hier etwas, womit wir Licht in die Dunkelheit bringen können. Ja, Beeilung. Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Was? Bergen Sie mit dem U-Boot. Ja, komm. So. Rüber hier. Bitte Beeilung. Nee, 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 nee. Was? Installieren Sie die U-Flutlichtanlage an der Fundstelle der Firago. So, jetzt tauchst du. Ich komm dir mal nach. So, jetzt bau das Ding hin da. Schwimmt hier rum. Die Virago. Endlich. Seit so vielen Jahren rätseln wir, was damals bei der Testfahrt geschah. Mit dem Datenlog aus der Arche werden wir dieses Geheimnis nun doch noch lüften. Uhu. Das Notfallschott sollte sich hinter diesem Geröllhaufen befinden. Ich fürchte, wir müssen sie sprengen, bevor wir Zutritt erhalten. Sprengen? Holen Sie folgendes von... Na super, auftauchen. Komm, Junge. Bisschen schneller. Dann fahren wir erstmal zu dem Tycoon. Ey! Die Ölkatastrophe hat viel Schaden in diesem Sektor angerichtet. Könntest du mal nachsehen, ob unsere Maßnahmen greifen und sich das Ökosystem erholt? Ja. Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. So, Sprengstoff. Ich kann... Brauchst du die Hilfe der Eden Initiative? Immer doch. So weit, so gut. Gehen wir gleich zur nächsten Phase über. Huch. Ja, natürlich bringe ich dir alles. Jetzt wird's mit dem Botengang schon ein bisschen gar krass. Schiff. Bewegung. Keine Lust. So. Bewege dich. Ich befehle es dir. So. Geht doch. Wir fahren ein schönes Plus ein.
Werkzeuge mal die Produktion eingestellt. Aktivitäten. Darf ich raten, das Casino reicht nicht? Ist ja klar. Smog, die negative Ökobelastung dieser Insel lässt ihre Tycoons kalt, ja. Diese Sprengladung ist äußerst sensibel. Schon geringste Erschütterungen könnten sie aktivieren. Sind ja. Sie bereit? Natürlich. Gleich sehen wir, ob ich Sprengkraft und Wasserdichte in dieser Tiefe richtig berechnet habe. So. Dann bringen wir mal das schöne Bömmchen hier hin. Komm, ein bisschen Plus drücken. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Tauch ab. So, ich komm mit. Ups. So, bist du unten. So, wo muss jetzt das Bömmchen hin? Ach, keine Ahnung, komm. Setz ab das Teil. Na, 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 na. Der empirische Beweis, dass ich recht hatte. Ja, schön für dich. Das Datenlog wird uns Aufschluss darüber geben, was wirklich mit der Virago geschah. Nun denn, lüften wir das Geheimnis. Ja, was? Aktivieren die Scout-Drohne in der Nähe des... Scout-Drohne, komm. Immer das Warten hier, das ist ja sehr spannend, so. Jetzt hoffe ich mal, dass jetzt... Ja, ich hab's. So, tauch auf. Mein U-Boot, Schrägstrich Schiff.